Ich raide wieder mit euch und damit willkommen zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic. Die Raids sind wieder da. Lange, lange ist es her. Mir sogar ein Ticken zu lang, seit ich den letzten Raid gemacht habe. Da wird's mal wieder Zeit. Und siehe da, die Schreckensfestung ist es geworden. So, ich hoffe mal, alle sind jetzt ready. Dann können wir schon loslegen. Bisschen unkonventionell. Hier in der Stelle haben die nichts mehr. Okay. Wo wollen wir den hier? Man geht heutzutage so viel auf rechts, da muss man auch mal auf links prügeln. Intruders have reached the gatekeeper. All forces on alert. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Already, already, already. Tja, dann let's go. Das war ein bisschen zu warm. Lieber auf den das bewachen, nicht dass er uns jetzt hier gleich noch umgibt. Wieder was ich nicht gebrauchen kann.
Also mal ganz, ganz kurz, um jetzt hier eins klarzustellen, ja? Hier kommen noch 4 weitere Bosse. Da muss doch irgendwas dann gleich für mich dabei sein. Ansonsten muss ich hier leider ausrasten. Und mich bei irgendjemandem beschweren. Wieso siehst du das Ziel nicht? Willst du mich verarschen? Schön frittiert und gegrillt, so mag ich es am liebsten. Und dann sind wir auch schon bei Boss Nummer 2. So, ich komme von der Seite. So, nochmal der Ready-Check, diesmal im Chat. 5, 4, 3. Wird schon. Destroy them! The Masters demand it! Release the beasts! Let them feed! Einen übersehen? Na. Defend the Masters, no matter the cost. Die platzen ja nicht mehr. So, jetzt müssen wir beide gegeneinander kämpfen. Fang mal leicht. Ich die beiden Clowns mal ein. Arise, Dreadguard! Protect your masters! Schön auf mich. Nehme ich
dann nehmen wir noch den zweiten Dev dazu mit meinem Explosive Fuel. Sicher ist sicher. Bisschen ölig. Stop them! Stop them! Du kommst zu mir. Du auch. Oh shit. Ich hab keinen Spot mehr. Aber ich habe ein paar gesunde Devs. Wie ich gerade feststelle. So, du wirst verhauen. Der hat Boss-Immunität. Da ist doch was durch. Wo ist er? Du kommst schön brav zu mir. Bitte. Da liegt Nummer 2 im Dreck. Das nehmen wir mit. Das sieht so aus wie was, was ich noch nicht habe. Deswegen lege ich das direkt mal an. Hierher. Komm, put. Kommt mehr. Sehr schön. Und mein Spiel haben die rausgepatcht. Also an der Stelle starten wir jetzt mal eine kleine Umfrage in den Kommentaren. Und nehmt mal daran teil. Ganz ehrlich, wer hier nicht einmal getötet worden ist von der Explosion, der hat was verpasst im Leben, sind wir doch ehrlich. Oder sogar so, wie ich mal jemand anderes getötet hatte, indem er ihn, beziehungsweise den Druiden so schön, lassen wir das so stehen. Ich finde, das war ein lustiges Spiel. Und es ist sehr, sehr traurig, dass das rausgepatcht wurde. Es gibt so viele Fehler in diesem Spiel, die einen Fix bräuchten. Und das nehmen sie uns. Einzige Weg, Scheiße zu bauen. Naja, da muss der Hexer demnächst auch Angst um seine Zielfähigkeit haben. Du fliegst raus. Du... brauche ich nicht mehr.
So, jetzt kommt der Boss mit dem harten Rohr. Hey, 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 Auszeit! Ich werde hier nicht umgebracht, ja? Also bitte. Ja, dann doch. Okay. Komm, 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 komm. Wir spielen das schön nach Mechanik. Muss ja auch schön aussehen. Kommt her, ihr scheiß Meerschweine, ey. Wo ist der Magnet? Ach, da hinten. Dann komm mal mit. Hat er den? Den hat er, jawohl. Hier geblieben, kurzer. Jetzt wird's lustig. Schmeißen wir einen Grill an. Heute gibt's Spanferkel, kommt her. Und ja, für mich sehen das aus wie kleine Schweine und ich lasse mich da gerne belehren. Und am Ende sind es für mich immer noch kleine Schweinchen. Die nehmen wir mal mit, die horten wir. Kommen gut voran. Also, ah ja, ausrasten muss ich ja nicht mehr. Weil ich habe ja bereits mein Loot bekommen und nicht nur das. Haha, ich habe einen neuen Z-Bonus sogar dazu bekommen. So, jetzt mal die... Wenn der IS-Droiden herstellt. Oder Al-Qaida. Je nachdem, wann ihr aufgewachsen seid. Die einen kennen nur noch den IS, die anderen noch Al-Qaida. Aber beides scheiße. Um es abzukürzen. So... kurze Absprache. Okay, ich habe meine Anweisung.
Gut. Du bist der Raid Lead, mein Freund. Matt ist heute nur der brave Tank, der ausführt. Ui. Das war ein bisschen viel. Ah, der Spot sollte auf den und nicht auf das Edge. Warte mal, vielleicht kannst du die Gruppe ja trotzdem noch ein bisschen schützen. Yes! Und her mit dir, komm her. Ja, stimmt. Ich war jetzt viel zu lange raus aus dem Raid. Das geht ja auch noch. Also das war jetzt so die Taktik, wenn man ein bisschen risikofreudiger mag und ein bisschen platzlästiger. Es gibt noch eine Taktik. Das wäre dann die hier. Das wäre so die richtige Taktik. Wow! Oh, jetzt will er es aber wissen. Hier, Ölteppich, mach mal weniger Damage. Okay, hierhin. Engaging offensive weapons level. Omega. Tut er überhaupt noch weh, der Strahl? You have every right to be terrified. Engaging offensive weapons level. Omega. Das ist doch ein bisschen witzlos, oder? Warte mal. Ey, nicht mal ein Volltreffer tut weh. Was ist das denn? Hat sich denn hier so Nubik angestellt, dass sie... Also, MSM hat es jetzt nicht getötet vor dem Update, aber... Das hat schon auch... Wird ja immer lahmer. So, wo ist jetzt meine Pornostimme? Yes. Come closer. Closer. Ich bleib dabei, das klingt wie eine Szene aus dem Porno. Closer. Closer. Wartet, die Hunde kommen. Komm her, braves Hündchen.
Your future is here. Your bodies will be ours to mold. Wie mache ich... Ah, jetzt weiß ich. Das mache ich ja auch immer so besonders. Nö. Und dann sind wir auch schon beim Finale. Oh. So, ich hoffe mal, der andere Spot-Idee weiß sich zu verteidigen. Denn sonst wird das ein verdammt kurzer Run. Na, try. Dann machen wir mal den Ready-Check. Scheint allen bekannt zu sein. So, und dann würde ich mal sagen, nicht lange schnacken. Schieß auf die Schlampe. So, genug die Gruppe verprügelt. Das mal gut geht. You can become so much more. Am besten direkt die Masse hinterher, um die Gruppe ein bisschen zu schützen.
dann komm mal schön brav unter meine Kontrolle, Pontus. Jetzt müssen die nur noch an die Käfeste denken. Und wir haben keine Sorgen mehr. Nein, das hebe ich mir für ein andermal auf. Ich vertraue jetzt dem Heiler. Und die Tatsache, dass meine Schilde mich irgendwie am Leben erhalten. Und schon geht zu Boden. Und drauf. Komm schon. Und weiter. Jetzt Tempo, Tempo, Tempo. Los, ich will euch laufen sehen. Das muss schneller gehen. Oh, wir haben einen guten Vorsprung gesammelt. Oh. Naja, passiert. I will know what you are truly capable of. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie viel der neue PT aushält. Komm schon. Schützt die Gruppe. Okay. Das wird wohl reichen. Das wird reichen und das wird super funktionieren. Puh. Jetzt will ich eine Sache wissen. Eine, auf die ich schon seit Jahren heiß bin. Ach, das bringt gar nichts, diese hydraulische Überbrückung. Alter, hebt mich trotzdem hoch. Na gut, komm her, Stampe. Dann machen wir es auf die alte. Komm her. Uiuiuiui. Ei. Aber ich bin zufrieden. Brauche ich nicht. Das brauche ich aber. Ja, ich habe die Raids zurückgebracht und der erste Raid lief doch mal super für den Anfang. Und da können wir doch gerne so weitermachen. Also dann werde ich auch wieder häufiger laufen und ich sage dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal.